So, hallo und alle zur nächsten Folge von Sky Factory 2 mit dem Kev. Hallo. Jojo, was geht ab? Ich habe eine sinnlose Folge in der Hölle verbracht, bin sinnlos umhergewandert und habe nicht einen verdammten Gast gefunden. Dieses komische Ballongesicht. Und das dann bin ich in die Hölle gekommen. Ja, und da hat er gleich sofort einen gekriegt mit vier Tränen. wie gesagt, wir können es erstmal die Gas-Seeds machen. Das sollte nur so ein ganz kleines bisschen sein. Eigentlich brauchen wir das auch gar nicht so aktiv. Ich will nur einen Regenerationstrank machen. Dann, okay, wir können ja immer noch farmen. Ich habe ja vier Enderperlen, Gastränen auf einen Schlag gekriegt. Das heißt, die sollst du gerne nutzen. Falls wir dann irgendwann Seeds brauchen, machen wir halt noch welche. Dann können wir die vervielfältigen. Alles kein Problem. Ja, ich brauche halt nur eine Gasträne erstmal. Hast du die ins ME getan? Die habe ich alle ins ME getan, ja. Gut, dann her damit. Danke. Gönn dir vom Feinsten. So, und dann brauche ich. Warte. Ist mir jetzt egal, ich mache nur zwei. Oh, die Mana-Rune ist fast fertig. Ich bin so aufgeregt. Wann brauchst du denn? Ah, brauchst du dann da vorne, ne? Verdammt. Ja, und wir kriegen die Infusion dieser Folge auf jeden Fall hin, denke ich. Ja. Ja, ja. Das Problem war einfach nur diese Kack-Träne. Oh, ich freue mich schon richtig. Das wird richtig gut, glaube ich. Ja, ich habe nebenbei nochmal das Ding aufgemacht in der letzten Folge, um zu erklären, was genau jetzt ist. Und zwar mit Linksklick kann man an einem nahestehenden Spieler praktisch Folgendes machen. Wenn der eine metallische Armor hat, kriegt ihr einen riesigen Knockback auf die Fresse. Mit einem Rechtsklick auf einem nahen Spieler oder einem Mob kann man diese entwaffnen. Mit Rechtsklick auf den Boden kann man eine Erdsäule nach oben ziehen. Ja. Mit Rechtsklick an die Seite von einem Block, der einigermaßen frei hängt, kann man diesen in eine Richtung schießen, wo man praktisch gerade hinguckt. Das ist doch gut, oder? Wenn man Rechtsklick hält und dann loslässt, wird man nach einer Weile eine ründliche Schockwelle von Erde praktisch losschicken, die alles auf dem Weg Schaden verursacht und einmal noch zurücknockt. Das gilt für Spieler und Mobs. Und je länger man das aufcharged, umso weiter fliegt die Welle auch. So, und Rechtsklick während dem Sneaken halten wird praktisch das so aussehen, dass man alle Metallobjekte, die am Boden liegen, an sich ranzieht, so eine Art magnetische Wirkung hat. Das ist ganz nützlich, wenn man jemanden zufällig vorher noch entwaffnet hat, dann muss man sich einsam fliegen, aber alle zu einem drauf. Ja. Und das zieht auch alle Ingots von Metallerzen und so an dich ran. Aber da wir sind ja keine normalen Wälzen und Metallerze ist ja erstmal egal. Ja, und man kann auch mal Rechtsklick auf Metallerz machen und dann kriegt man zwei Ingots raus. Aber das ist halt auch ein bisschen egal für uns, weil es halt, ne? Und so. Ist eigentlich egal, ja. Vernachlässigbar. Okay, dann brauche ich ein bisschen Redstone. Und ah Gott, während dem Zielen ist es hier oben durchgelaufen. Einige Astrina. Aquat Condensed Potion? Warum Condensed? Lass mal durchlaufen und dann Redstone drauf. Dann habe ich hoffentlich die richtigen Tränke. Wenn nicht, habe ich verkackt. Regeneration, please. Yes. Und jetzt den Redstone verlängern. Einfach verlängern. Brauch schneller. War das schon hier? 2 Minuten. Yes, ich hab den richtigen. Okay. Dann können wir eigentlich loslügen. Es geht direkt los. Ich muss mal kurz den Trank brauen. Den finalen. Denn dafür habe ich jetzt hier die Regeneration Potions gehabt. Und dafür gehe ich mal hin mit Edgery. So, Soul of the World. In einem Kessel brauche ich eine Redstone-Soup. Die habe ich eigentlich. Warum wird schon wieder alles durchsortiert im Inventar? Das ist so schlimm. Das ist echt dein ärgster Feind, ne? Ja, ich hab aber sämtliche Not-in-Items-Dinger ausgestellt. Aber ich verstehe das nicht. Bei mir ist das auf überhaupt nicht so. Also wirklich nicht. Vielleicht mache ich aus Gewohnheit, keine Ahnung, bin ich halt STG und scroll durch, einfach weil ich gerade sneake oder shifte. Keine Ahnung. Es läuft einfach durch, das ist voll schlimm. Das ist ja nicht so schön. Dann Redstone Soup ist hier. Habe ich. Attuned Stone plus Mandrake.
Etion Stone, Mandrake habe ich auch. Rowan Zapling, den Trank und den OP-Apfel habe ich auch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zutaten. Und die habe ich hier auch. Und das muss jetzt in den Kettle rein. Dann haben wir es. So, Wasser ist drin, hoffe ich. Ja, passt. Dann, ja, lege ich los. Das da rein. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Es ist vollbracht. Haben wir Glas? Ich glaube ja. Jetzt hätte ich gerne daraus zwei Fläschchen und dann könnten wir mehr oder weniger fast loslegen. Warte kurz. Ich bin schon so aufgeregt, ne? Bekommst deine Schockwelle, deine Erdschockwelle. Das wird so geil, ich werde Todeskrieger werden. So, zwei Stück habe ich bekommen, das heißt theoretisch, das müsste auch von der Zahl für uns beide reichen. Aber, ah nee, da war ja noch ein Problem. Wir können nicht loslegen, weil das uns töten würde. Mit einem One-Hit. Achso, und deswegen brauchen wir den... Voodoo-Puppen. Und Voodoo-Puppen hatte ich auch schon vorbereitet, denn ich habe hier schon mal die 4 Tune Stones gemacht. Ja. Und ich habe hier das Spanish Moss gemacht, was wir gleich brauchen werden. Ich muss wieder zusammencraften. Erstmal brauchen wir einen Poppet-Shelf. Und eine ein Poppet-Shelf wird gemacht aus Netherbrick und grüner Wolle. Netherbrick kriegen wir hin. Brauche ich 4 Stück. Jetzt brauchen wir noch die grüne Wolle. Haben wir irgendwo Wool? Haben wir Wolle zufällig? Ich glaube, wir haben richtig Drinks. Viel Wolle. So. Und dann brauche ich einmal einen Kaktus Green. Haben wir zufällig auch noch da. Schön. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass wenn wir beide denselben Puppet Chef benutzen. Ich glaube aber schon. Sicher oder versuchst du mich gerade zu opfern? Ich weiß nicht. Hört sich für mich so leicht nach dem Punkt an. Ich opfer dich mal. Nee, das müsste gehen, weil die Voodoo-Puppen machen wir ja mit Taglock-Kits an unseren Namen fest. Und wenn die im Poppet-Chef sind, müsste das trotzdem gehen. Oder du kannst auch im Inventar behalten. Poppet-Chef brauchen wir gar nicht mal so arg drin, glaube ich. Ich glaube, das geht aber, wenn du es im Inventar hältst. Egal. So, dann Voodoo-Puppe. Als erstes brauchen wir die ganz normale. Und die wird gemacht aus Bone Needle, Wolle wieder und Spanish Moss. Und wenn wir die zur Voodoo-Puppe machen, brauchen wir, ich sage, The Hornet One, Fermented Spider Eye. Ja, gut. Haben ich glaube, das ist ein Problem, oder? Haben wir braune Pilze? Haben wir Shrooms? Wir haben nur rote. Wir haben nur einen roten Pilz. Wir brauchen braune Pilze. Fermented Spider Eye. Ein Fermented Spider haben wir hier drin. Oh. Du Glücklicher. Glück. Ich dachte, jetzt daran scheitert. Ja, gut. Damit können wir halt eine Voodoo-Puppet machen. Wir brauchen aber jede eine, ne? Und uns fehlen braune Pilze. Aber vielleicht geht's auch mit den anderen. Vielleicht geht's auch mit dem roten Pilz. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, es geht auch mit dem roten Pilz, gell? Ganz Mach sicher, ich glaube nämlich nicht. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht geht. Ich probiere es jetzt. Sugar und ein Spider-Eye. Okay, sonst ich opfer mich fürs Team. Nee, ich weiß nicht. Kann mir doch einen Klon machen. Vielleicht ist die Rüstung ja so OP, dass es funktioniert. Es geht ich mache mir trotzdem einen Klon zur Sicherheit. Jo. Dann, genau, dann komm mit deinem Klon her. Also soll ich jetzt kommen? Achso, nee, warte, ich muss noch die Puppets machen. Weil ich farm hier die ganze Zeit diese Blumen. Ich hab gerade Likes. Knochen und Flint brauche ich gerade. Bone. Und Flint, denn wir brauchen so. Dinger hier. Nadeln. Dann habe ich hier das Moss habe ich im Inventar. Wolle brauche ich. Strings brauche ich noch. Strings. Da haben wir auch gar nicht so viele, ne? Unten in der Mobfalle. Ah ja, gut, ja, stimmt auch noch. Da sind noch sehr, sehr viele, das heißt da. So. Lol, warte. Lol. Ich nehme immer noch auf? Ja. Lol. Wieso? Wir sind bei 9 Minuten. Nein, ich nehme noch auf. Ich habe meine letzte Folge einfach nicht beendet. Ohoho. Hey, da war der lustige. Die ist jetzt über 30 Minuten lang. Dann war der lustige Fail ja drin. Ja, habe ich wahrscheinlich. Ja, witzig. Ah, lustig. Wollt den Insider hören?
Der liebe Kev hat das Nether-Portal von uns gesucht. Ja, ich guck so, hä? Ich guck mich so im Endportal um. Wo ist das verdammte Nether-Portal? Ich hab's nicht gefunden. Ah nee, warte kurz. Ich bin ja auch ziemlich hohl, gell? Wieso? Ich hab's falsche Rezept geguckt. Die Death Protection ist die andere, ist eine andere als Voodoo Protection. Die Death Protection ist ein bisschen teurer. Und die kostet? Die kostet so einen dämlichen Drop of Luck, der so arschteuer war zum Herstellen. Aber davon habe ich welche vorbereitet, von daher ist das kein Ding. Diamond Vapor, 4 Gold Nuggets und 2 davon. Wir haben schon alles, du brauchst gar keinen Klon sogar. Oh, oder willst du einen Klon testen? Oh, nee, komm, lass eine Pop-It machen, das ist sicher. Nicht, dass irgendwas nicht funktioniert oder so. Okay, ja, du hast recht. Dann brauche ich Nuggets. Gold Nuggets. Die da brauche ich. Und dann Diamond Vapor. Brauche ich 2 Stück. Und dann mache ich mal kurz hier 2 von diesen Voodoo Death Protection Puppets so rum. Du glaubst gar nicht, was ich mache. Ich stehe die ganze Zeit vor diesem Brunnen. Ja. Befülle den mit Wasser. Danach mit 2-mal gelb, 1-mal orange, 1-mal blau, ein Seed rein und wieder Wasser. Und das Ganze von vorne. Und ich habe mir jetzt schon 42 von diesen Mana-Pflanzen gemacht. Na, wenn du die brauchst oder so viele. Sie müssen alle so wie Clay farmen, ne? Ja, es ist wirklich so. Also ich glaube, so viele sind echt übertrieben. Aber ich will halt einfach nicht in der Folge, dass die Leute so lange warten müssen. Dann lieber jetzt 10-mal so viele für Sachen farmen. Währenddessen die Leute das nicht sehen. Und dann später eine spannende Folge abliefern. Jo. Du kennst das ja. Mhm. Sekunde. Ja, ich müsste dich gleich mal ein bisschen anzapfen. Mich? Ja, dich anzapfen. Wie meinst du das? Na, ich muss deine DNA mit dieser Voodoo-Puppe verbinden, also so ein Haar von dir klauen. Damit, okay. Damit das funktioniert und so, ne? Ich stimme widerwillig ein. Weil ohne Haar kann ich ja schlecht und so, ne? Das hört sich für mich nicht koscher an. Die Voodoo-Puppe an dich binden. Dann, komm mal gerade her. Soll ich zu dir kommen? Jo. Warte kurz, ich suche auch gerade von mir selbst, ob ich hier im Bett zuletzt gepennt habe. Ich bin. Ach so. Warte kurz. Oh, der kleine Spark ist ja hier. Hallo. Ah ja, ich hab, genau. Okay, ich hab. Wo bist du? Aha, beim kleinen Spark. Warte, bleib stehen. LOL! Ja. Das Pferd badet mit. Du hast nicht angezapft. Ja, steht aus dem Chat. Ich habe ein Ding gehört. Ding. Ist das fies? Einfach so angezapft. Ja, brauchen wir ja, weil jetzt kann ich nämlich das Taglock-Kit hier als mit uns verbinden. Ich habe meine eigene DNA von dem Bett vorne rausgeholt. So, die ist jetzt auf Spark of Phoenix geboundet. Und ach die so, ist das jetzt ist von wegen so, als wenn du mir ein Haar rausgezogen hast ja. Und dir selber irgendwelche Schmutzpartikel aus dem Bett oder was? Ja. So, theoretisch müsstest du jetzt kurz mal herkommen zu mir. Zu mir. Sterbe ich? Du kriegst deine Todespuppe, die dich vor dem Tod beschützt. Du kriegst deine Voodoo-Puppe mit dir selbst drauf. Ich pack kurz alles weg. Die musst du im Inventar haben, weil wenn du die nicht im Inventar hast oder halt hier im Pop. Ja, komm, nimm das. Ich pack kurz alles weg. Angst, ganz große Angst. Die beschützt dich vor dem Tod, das ist der Sinn von der, ne? Ich weiß nicht. Du bist da hier am Wurschteln, machst irgendwelche Tränke mit Gast hier. Das hört sich für mich alles nicht koscher an. Okay, bin da. So, und zwar, das war hier der Kev-Puppe. Da ist jetzt dein Name drauf. Das heißt, es ist an dich gebindet. So, und was ich jetzt suche ist. Darf ich die Puppe in den Topf werfen? Nein, die sollst du ins Inventar tun, damit du nicht sterben kannst. Wenn du die jetzt im Inventar hast, ja, irgendwo drin. Oder in der Zeile. Einfach im Inventar oben in deinen Slots drin. Ich hab sie. Ist ja egal, kannst du im Inventar haben. So. Und jetzt brauchen wir, jetzt können wir theoretisch schon die Infusion machen. Wir brauchen erstmal noch ein bisschen Kreide. Wir müssen noch einen zweiten Kreis ziehen. Ich habe die erste Ebene vom Kreis schon mal gezogen und die zweite mache ich jetzt auch noch mal außenrum. Alter, das sieht so geil aus. Ich mit meinen bösen Hexenkünsten. Sind die eigentlich random, oder? Wie deine random? Kreide ist kaputt gegangen. Ja, Kreide, ich habe noch mal eine neue hier. Bam, bam, bam. Sind die bam. Zeichen random, oder macht er die absichtlich irgendwie? Ja, ich glaube, die sind zufällig, aber halt aus einer gewissen Art von Zeichenpool, den es halt gibt an sich. Okay, so, ich habe den, der Hexenkreis ist in dem Sinne fertig. Ich mache nur die Fackeln weg, das ist der Wirkungskreis innerhalb jetzt hier, okay. Und ich habe hier auch schon den Soul of the World. Blumenwirkungskreis, weg mit dir. Okay,
wir müssen jetzt in diesem Kreis drinstehen und wir brauchen 4000 Altarpower. Haben wir 4000 Altarpower? Yes, haben wir. Wir haben 6900. Okay. Und so, was? Und jetzt, pass auf, stell dich mal so ein bisschen hier so ein bisschen weiter nach hinten, weg vom gelben Ding. Okay. So, und jetzt mach ich mal kurz das da hier und go! Wurdest du getroffen? Ja. Hast du ein Bing gehört? Ja. Hast du links neben deiner Rüstung jetzt so eine komische Anzeige, so einen Balken? Ja. Das ist gut. Wieso wollte ich spielen? Das ist gut, ist das. So, und jetzt brauchen wir, oder jetzt können wir, kann ich das gerne mal austesten, Sekunde. Ob das funktioniert, ob das schon geht. Und zwar, die Sache war ja jetzt, wenn ich, halt meine Waffe in der Hand und jetzt versuche ich mal zu entwaffnen. Geht das? Kann ich nicht. Okay, es ist keine Metallwaffe, das will schon mal was heißen. Ich probiere noch was. Warte, ich nehme mal ganz kurz. Ey. Wow. Nein! Ich habe die Schockwelle gemacht. Irgendwas leckt hier hardcore. Ich habe die Schockwelle gemacht, das hat komplett alles zerrissen. Boah, die ganze Insel was? Fast. Was? Bei mir leckt es so hart, ich kann überhaupt nicht sehen. Ja, auch. Ich hab's kaputt gemacht. Was? Wie weit geht denn die Schockwelle? Ein kleines bisschen. Ich, bei mir ist der Chat im Arsch. Alter, ich glaube, das will. Nein, Venus. Nein. Ich bin jetzt gesch. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich hab, guck mal, ich hab alles zerrupft. Ach so, okay, ich dachte, die hatte. Ist das aber ärgerlich. Und wie hast du das gemacht? Mach's bitte hier nicht nochmal. Kannst du was aussuchen? Du brauchst, ja, ich wollte dir noch eine zweite Botschaft geben. Geh mal zu deinen Botania-Pflanzen hinter. Nicht bei mir. Ich will wissen, wie ich das aussuchen kann, diese. Du musst rechts, pass auf. Das hat was mit deiner Mauskombination zu tun. Mit Linksklick an einem nahen Spieler kann man den, glaube ich, hier. Kann ich hier? Nimm mal ein Eisenschwert in die Hand. Ich habe gerade kein Eisenschwert so parat. Warte mal. Haben wir hier ein Eisenschwert? Versuch dich zu verzaubern, Alter. Ja, hier eine Iron Pickaxe von Tinker's Construct. Ich glaube mir, dass die zählt. Ich kann nämlich zurücktun. Slack. Ich kann. Was ist, wenn ich links, links, rechts mache? Kann links, sein, dass uns. Sneak, links, links, rechts. Kev, ich glaube, das ME-System ist voll. Ich kann nichts mehr reintun. Das kann nicht sein. Also, ich konnte das Ding gar nicht rein. Warte, ich sammle hier nochmal kurz alle Items ein, die hier rausgeploppt sind. Nee, ist rot. Ja. Ah, scheiße. Oh, ich habe Oscar of the Beginning bekommen. Zu viel Triple Compressed Cobblestone. Warte, wir regeln das anders. Ja, 24.000 Triple Compressed Cobblestone macht ganzes System zu. Also so wie ihr gesehen habt, so, die Schockwelle hat eindeutig meine Insel zerrupft. Das war alles so schön. Es war so schön. Es war so schön. Und irgendwie hat es meinen Altar geklont und verdoppelt. Irgendwas ist hier nicht d'accord. In meinem E-System. Ja. Okay, dann war es wenigstens nicht ich. Wir haben viel weniger Ah! Weil er hier verbindet, der Sack. Der Sack verbindet? Ja, dann kann das auch nichts werden. Verbinde Sack. So ist es. Okay, also ich habe erfolgreich meine magische Insel geschrackt, indem ich einmal die Schockwelle losgelassen habe. Wunderbar, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, lasst krachen und tschüss. Ciao, ciao.